Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder eingefunden mit den Brüdern Stefan und Viktor, die mich begleiten bei der Lesung des Buches Herrscher des Bösen, das Stefan erst gänzlich und dann noch einmal nachträglich Viktor sehr viel verbessert übersetzt hat. Und wir hatten ja bereits in den vorangegangenen Lesungen die Einleitung und Orientierung besprochen. Wir sind dann in drei verschiedenen Lesungen in den Extra-Artikel eingegangen über die Heilige Allianz, wollten eigentlich das erste Kapitel anfangen, haben gerade mal einen Satz geschafft und dann ging es natürlich in diesen wunderbaren Zusatzartikel aus dem Time Magazin von 1992 mit rein über die Heilige Allianz. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt können wir uns dem Buch widmen. Nicht, dass das letzte Mal, dass wir in einen Anhang hineingingen, weil ich kann euch versichern, der Viktor hat hart dran gearbeitet, dann noch ganz andere tolle Dinge mit reinzubringen. In Kapitel 4 zum Beispiel über Machiavelli werden wir noch ein paar schöne Ausflüge machen. Aber heute werden wir jetzt erstmal anfangen, mit dem wirklichen ersten Kapitel zu lesen, die erste richtige Lesung des ersten Kapitels, Rom im Untergrund oder das versteckte Rom oder wie auch immer das heißt. Spielt auch keine Rolle, werden wir gleich sehen, wenn wir es aufmachen. Aber erstmal möchte ich dazu meine beiden Brüder begrüßen, die mich hier begleiten bei der Lesung heute. Nämlich einerseits Stefan, der das Buch ja, wie gesagt, komplett übersetzt hat und dann Viktor, der es mit übersetzt hat. Und dann lassen wir doch erstmal eben den Viktor aus Hamburg zu Worte kommen. Moin, moin, Viktor. Wie geht's dir? Hallo, moin, moin. Und ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, wieder mal schön mit euch verbunden zu sein. Und ich hoffe, es geht euch allen auch soweit gut. Und ja, ich gebe dann gleich das Wort weiter ins, ja, quasi ins Herz Deutschlands zu Bruder Stefan. Hallo, Stefan. Ja, vielen Dank, Viktor, und ich begrüße auch nochmal alle in der Runde. Hallo zusammen, und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel Worte verlieren und sage, Jörg, lass uns die Lesung beginnen. Let the games begin, ne? Genau. Das verborgene Rom, Rom im Untergrund, wie auch immer man es nennen will, das versteckte Rom, wie auch immer. Bischof Mendel Creighton sagt hierzu, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Und inwieweit die römisch-katholische Kirche ein Staat ist, das werden wir im Laufe dieser ganzen Buchlesung noch unglaublich gut präsentiert bekommen. Es geht hier um die fünfte Kolonne. Es geht hier um einen Staat im Staat. Es geht hier darum, dass, wenn man sich die römisch-katholische Kirche in seinen Nationalstaat holt, man sich den Krebs reinholt, der einen langsam, aber sicher auffrisst. Als der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporter Bernstein auf der Titelblatt-Story des Time Magazines 1992 veröffentlichte, dass eine geheime Verschwörung Präsident Ronald Reagan und Antichrist Papst Johannes Paul II. In einer geheimen Heiligen Allianz verband, die den Niedergang des Kommunismus herbeiführte, gab es mindestens einen Leser, der hierbei über den Hype hinweg und tiefer zwischen den Zeilen las. Professor Carol A. Brown von der Universität von Massachusetts schrieb daraufhin einen Brief an die Times mit folgendem Wortlaut, Zitat: Erst letzte Woche stand ich vor meinen Studenten und unterrichtete sie über die Wichtigkeit der Trennung von Kirche und Staat. Diese Woche lerne ich aus der Zeitung, dass der Papst die amerikanische Außenpolitik schmeißt. Kein Wunder, dass unsere jungen Leute heute nur noch zynisch auf die amerikanischen Ideale herabblicken. Ende Zitat. Tja, muss ich mal ehrlich eben dazu sagen, dann hat der arme Professor sich aber nie mit der Schule des Auslandsdienstes der Georgetown-Universität auseinandergesetzt. Und das kann man sehr gut auf dem beigefügten Link über die Georgetown-Universität sich selber anschauen. Und was die Georgetown-Universität ist, wer sie wann, wo, wie, warum gegründet hat, das kommt alles im Laufe dieses Buches noch, wird alles noch im Laufe dieses Buches besprochen. Aber Edmund Walsh hat in den 1920er Jahren die Schule für den Auswärtigen Dienst auf der Georgetown-Universität gegründet und das sollte man annehmen, dass das ein solcher Professor hier weiß. Der Professor spricht auch über die Wichtigkeit der Trennung von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu muss man natürlich wissen, weil wir sind ja alle keine Amerikaner, dass in Amerika in einem Zusatz zu der Verfassung, in den sogenannten Bill of Rights, drin steht, ganz vorne an,
dass es dem Senat verboten ist, sich in die Kirche einzumischen. Und dass der Senat niemals ein Gesetz machen darf, über wie die Kirche im Staat Amerika zu funktionieren hat oder wann oder was sie anzubeten hat. Kannst du vielleicht dein Mikrofon ausschalten, wenn du nicht sprichst? Dankeschön. Die Geräusche werden nämlich aufgenommen, glaube ich doch, wenn ich das richtig eingestellt habe. Ja, ja, und das nervt dann. Danke. Also die Wichtigkeit der Trennung von Kirche und Staat ist den Amerikanern im Grunde von Anfang an wichtig gewesen. Deswegen ist es im ersten Zusatz der Verfassung in dem Bill of Rights extra erwähnt, dass Kongress kein Gesetz über Religion machen darf und sich da auch nicht einmischen darf. Und das stößt den Professor hier natürlich sauer auf, weil wenn der den Artikel gelesen hat, den wir in drei Sektionen hier in drei Stunden gelesen haben, dann ist das logisch, dass er sagt von, aber die Leute merken das doch irgendwann. Und das ist dann natürlich zynisch, wie die Leute auf diese amerikanischen Ideale nur noch herabblicken können. Was Professor Brown hier aus dem Artikel von Carl Bernstein gelernt hat, habe ich für mich selbst über mehrere Jahre privater Forschung herausgefunden. Das Papsttum lenkt tatsächlich die Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Und hat dies auch schon immer getan. Bernstein beschrieb, dass die leitenden amerikanischen Köpfe hinter der Reagan-Vatikan-Verschwörung dem Papst hörige Katholiken waren. Und Bernstein nannte sie alle direkt beim Namen. William Casey, Direktor der CIA, und wir hatten über Casey ja bereits mehr als genug gelernt während der Lesung des Artikels, also gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Richard Allen, der Berater für nationale Sicherheit war, der Richter William Clark, der auch ein Berater für nationale Sicherheit war, Staatssekretär Alexander Haig, da gibt es ein interessantes Video hierfür anscheinend, habe ich hier gar nicht vorgemerkt, was das ist, könnt ihr euch ja mal angucken, ist ja in dem Buch Mitte verlinkt, Vernon Walters, der Sonderbotschafter des Vatikans und William Wilson, der Botschafter für den Vatikanstaat war, von Ronald Reagan eingesetzt 1984 als erster offizieller Vertreter des Vatikans, wieder nach dem Anschlag auf Abraham Lincoln 1867 die offiziellen Verbindungen abgesetzt wurden. Aber der Reporter versäumte leider, nein, wir wissen aus späteren Lesungen natürlich noch kommen werden, über die Kontrolle der Medien, dass er das nicht leider vergessen hat zu erwähnen, sondern dass er nur erwähnt, was er erwähnen darf. Er erwähnte nicht, dass der gesamte Senat für auswärtige Beziehungen ebenfalls von römischen Katholiken regiert wurde. Insbesondere die Senatoren Joseph Biden. Nun, wir leben heute 2019 und jeder kennt heute Joseph Biden. Als das Buch 1999 oder 2001 in der Zeit erstmals erschienen ist, da kannte kein Mensch hier in Europa Joseph Biden. Wir kennen ihn heute, weil er der Staatssekretär für, also der Minister für Inneres war, in der Zeit der Obama-Regierung. Ja? Und es gibt ja auch seine ganz berühmte Rede über die neue Weltordnung. Der war damals im Unterausschuss für europäische Angelegenheiten. John Kerry, den kennen wir auch, weil der ist 2004 gegen George W. Bush als Präsidentschaftskandidat angetreten. Und genau wie George W. Bush ein Mitglied der Geheimorganisation Skull and Bones. Damals war John Kerry im Senat beschäftigt für Terrorismus, Betäubungsmittel und internationale Kommunikation. Paul Sabarnis, der internationale Ökonomie, Policen, Handel, Ozeane und Umwelt unter sich hatte. Und schließlich noch Christopher Dodd, westliche Hemisphäre und Friedensdiplomatie. Nun, hätte Bernstein dies gewusst, wäre er vermutlich sofort losgelaufen, um seine Liste mit den Führern der amerikanischen Innenpolitik, wie beispielsweise Senatsmehrheitsführer George Mitchell und Tom Foley, dem Sprecher des Weißen Hauses, zu erweitern. Wie der Weltalmanach der US-Politik von 1992 jedoch beschrieb, gab es in der Tat keinen einzigen Bereich der Legislative, der nicht unter der direkten Kontrolle eines römisch-katholischen Senators oder eines Repräsentanten stand. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Tapper Saucy schreibt den Satz hier so mehr oder weniger beiläufig rein. Man liest das, ja, und ist sich gar nicht der Implikationen davon bewusst, weil die Vereinigten Staaten von Amerika traditionell ein protestantisches Land sind. Die Protestanten sind deshalb Protestanten, weil sie früher protestiert haben.
Sie haben protestiert, dass der Papst der Antichrist ist. Der Papst ist das Haupt der römisch-katholischen Kirche. Das Haupt der römisch-katholischen Kirche heißt also, die ganze Kirche ist antichristlich. Und dann lesen wir hier, so ganz beiläufig mal eben mal, dass es keinen einzigen Bereich in der gesetzgebenden Macht in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Legislative, gab, der nicht unter der direkten Kontrolle eines römisch-katholischen Senators oder eines römisch-katholischen Repräsentanten stand. Mit anderen Worten, wir lernen hier, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in der Regierung 100% antichristlich geführt sind. Und keiner, der in Amerika aufschreit und seinen Protest wahrnimmt, wie er ihn wahrnehmen sollte. Das nur mal so eben dabei, nebenbei. Wie gesagt, Viktor und Stefan, ihr wisst, wenn was ist, dann meldet ihr euch, ne? Dann könnt ihr mich unterbrechen oder könnt ihr etwas zu meinen Kommentaren hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr zu dem eben gerade Gesagten vielleicht auch etwas noch habt, was ihr gerne mitteilen möchtet, oder soll ich einfach weiterlesen? Ja, dann lese ich mal weiter. Die Komitees und Unterausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten von Amerika für die Zusammenarbeit in den Bereichen Kommunikation und Telekommunikation, Energie, Medizin, Gesundheit, Bildung und Soziales, Humandienstleistungen, Verbraucherschutz, Finanz und Finanzinstitute, Transport, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Gefahrstoffe, Steuern, Bankenregulierung, Währungs- und Geldpolitik, Aufsicht über das Federal Reserve System, Rohstoffpreise, Mietdienstleistungen, Kleinunternehmensverwaltung, städtische Angelegenheiten, europäische Angelegenheiten, nahost-südasiatische Angelegenheiten, Terrorismus, Narkotika, internationale Kommunikation, internationale Wirtschaft, Handel, Ozeane, Umweltpolitik, Versicherungen, Wohnungswesen, Gemeindeentwicklung, Bundesdarlehensgarantien, wirtschaftliche Stabilisierungsmaßnahmen einschließlich Lohn- und Preiskontrollen, ja, wobei ich immer dachte, Amerika ist ein kapitalistischer Staat und der Markt regelt alles, ja, anscheinend ja doch nicht, wenn Löhne und Preise kontrolliert werden und dann noch von Katholiken obenbei bemerkt. Gold- und Edelmetalltransaktionen, Landwirtschaft, Tier- und Forstwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Ernährung, Preisstützung, Agrarexporte, Bodenschutz, Bewässerung, Flusskanalisierung, Hochwasserschutz, Minderheitsunternehmen, Umwelt und Umweltverschmutzung, Mittel, Verteidigung, Auslandsoperationen, Impfstoffe, Kennzeichnung und Verpackung von Medikamenten, Drogen- und Alkoholmissbrauch, Inspektion und Zertifizierung von Fisch und verarbeiteten Lebensmitteln, Verwendung von Vitaminen und Saccharin, Vorschläge der nationalen Krankenversicherung, menschliche Dienstleistungen, Rechtsdienste, Familienbeziehungen, Kunst- und Geisteswissenschaften, Behinderte und Ältere. Mit anderen Worten, praktisch jeder Aspekt des weltlichen Lebens in Amerika kam unter den Vorsitz eines dieser römisch-katholischen Laien. Und auch hier treffen wir wieder einige bekannte Namen. Frank Annunzio, Joseph Biden, den wir ja gerade schon besprochen hatten, Silvio Conte, Kika de la Garza, John Dingell, Christopher Dodd, Vic Fazio, James Florio, Henry Gonzalez, Thomas Harkin, Edward Kennedy, der berühmte John Kerry, John LaFalce, Patrick Leahy, Charles Lucan, Edward Madigan, Edward Markey, Joseph McDade, Barbara Mikulski, George Miller, Daniel Moynihan, John Murtha, Mary Rose Oscar, David Obey, Claiborne Pell, Charles Ringel, Dan Rostenkowski oder Edward Roybal. Eine Aktualisierung dieser Liste wird keine signifikante Veränderung der Präsenz römisch-katholischer Laien in höheren legislativen Bereichen widerspiegeln.
Nach Angaben der Association of Jesuit Colleges and Universities gibt es im 106. Kongress 40 Jesuitenabsolventen, die ihren Abschluss an 17 Jesuiteninstitutionen gemacht haben. Es gibt 5 Absolventen im US-Senat und 35 im Repräsentantenhaus. Von diesen 40 erhielten 23 einen Abschluss oder einen Berufsabschluss von Jesuitenuniversitäten. Die Georgetown-Universität hat die meisten Absolventen und verfügt über 15 Absolventen im US-Kongress. Der damalige US-Präsident William Jefferson Clinton ist Absolvent der Georgetown-Universität und Handelsminister William M. Daley ist Absolvent der Loyola-Universität von Chicago. Also, auch wenn wir das aktualisieren wollen, selbst wenn wir es heute in 2019 aktualisieren wollen, man muss sich nur mal das Kabinett von Präsident Trump angucken. Das ist genau wie das Kabinett von Obama, voll mit Menschen, die auf Jesuitenschulen gegangen sind. Und dann gibt es doch tatsächlich Leute, die trauen sich einen Kommentar unter so ein Video zu schreiben und sagen, oh Jörg, wenn die Leute jesuitisch geschult sind, dann sind sie doch damit keine Jesuiten. Nee, ich sage auch nicht, dass das alles Jesuiten sind. Aber ich sage, dass man natürlich nur die Dinge lehren kann, die man selbst gelehrt bekommen hat. Was ist denn der Sinn der Sache, wenn ich zur Schule gehe? Lass uns doch mal eben ehrlich sein. Wenn ich in die Schule gehe, dann werden mir Dinge beigebracht. Und die Dinge, die mir beigebracht werden, das sind die Dinge, von denen ich meine, dass ich sie weiß. Und dieses Wissen kann ich dann später in meinem Leben zupassen, egal wo ich bin. Ist das im privaten Bereich, ist das im religiösen Bereich oder ist es im Arbeitsbereich? Ja? Das heißt, die Dinge, die mir vorher gelehrt werden, die bestimmen dann, was ich den Rest meines Lebens denke und wie ich den Rest meines Lebens handle. So, und wenn ich auf eine Schule gehe, in der römischer Katholizismus gelehrt wird, wenn ich auf eine Schule gehe, in der extremer römischer Katholizismus gelehrt wird, nämlich Jesuitismus, und in der jesuitische Ansichten gelehrt werden, dann vertrete ich doch später auch diese jesuitischen Ansichten. Darum bin ich selbst noch kein Jesuit, aber ich vertrete doch diese Ansichten. Ich bin ja in der Lehre der Jesuiten großgezogen worden. Die ganzen Leute, die jahrelang auf die Hochschulen gehen und auf die Universitäten gehen und dann Diplomas bekommen, von diesen Schulen abgehen, die tragen doch den jesuitischen Geist in sich. Darum müssen sie noch keine Jesuitenpriester sein. Das sagt doch keiner. Aber sie verfolgen ganz genau das, was die Jesuiten beabsichtigen. Das, was die Jesuiten ihnen gelehrt haben, das predigen sie wieder. Ich kann doch nur das wiedergeben, was ich gelehrt habe. Ich will mal ein Beispiel geben. Die letzten Jahre lehre ich sehr viel, nicht nur was jetzt Geschichte angeht, sondern lehre ich sehr viel aus der Bibel. Dann kann ich auch das biblische Wissen wiedergeben. Ich habe Schwierigkeiten, oftmals das römisch-katholische Wissen wiederzugeben, das ich auch lernen muss, aber da bin ich nicht mit erzogen worden. Ich erziehe mich selber sozusagen jetzt durch die Bibel und kenne die Wahrheit und kann deswegen die Wahrheit wiedergeben und muss dann immer nachschauen, ja okay, was lehrt denn die römisch-katholische Kirche darüber? Hat mich Jahre gekostet zum Beispiel, um auf diese ganze Problematik der Sakramente zum Beispiel zu kommen, um überhaupt erstmal einzusehen, wie falsch das ist, weil ich nur die biblische Lehre kenne und da wird von Sakramenten nicht gesprochen. Da muss man sich dann erstmal drüber informieren. Nur die meisten Leute, wenn die 25 bis 30 sind und endlich aus dem Studium rauskommen, die wollen dann in die Wirtschaft und wollen Geld verdienen und wollen nicht noch weiter lernen. Das heißt, sie wenden dann alles das an, was sie in ihrer Schulzeit, Universitätszeit gelehrt haben. Und wenn das, was sie gelehrt bekommen haben, jesuitisch gefärbt ist, dann lehren sie auch Jesuitismus. Schaut, wenn jemand als Kind in die Schule geht und seinen Abschluss nachher auf der Universität macht und selbst Lehrer wird und niemals die Welt außerhalb der Schule mehr oder weniger kennengelernt hat, sondern weil er dann gleich von der Universität wieder in Schule geht und dann selbst Kinder anlernt, was lehrt der denn den Kindern, die vor ihm sitzen, den Schülern? Doch das, was ihm gelehrt wurde in der Schule, richtig? Und wenn das katholisch und jesuitisch getönt ist, dann lehrt er auch das, was katholisch und jesuitisch ihm eingegeben wurde, ist an die Kinder. Deswegen ist er sich nicht bewusst, dass das vielleicht biblisch gesehen falsch ist, weil er kennt die andere Seite ja gar nicht. Der Punkt ist nur, wenn wir wissen, dass in den hohen Kategorien in der Politik, und ich übertreibe jetzt glaube ich nicht mehr, wenn ich sage, 80% der Leute, wenn nicht mehr, katholisch
Und sicher 60, 70%, wenn ich von Amerika jetzt mal ausgehe, aber es lässt sich auch übertragen auf Deutschland, 60-70% davon jesuitisch geschult sind, dann ist dieses jesuitische Gedankengut in diesen Menschen drin. Und das ist das, was sie lehren. Und das ist dann auch die Politik, die sie vertreten. Die Politik, der sie folgen. Und das muss man sich eben bewusst machen. Ich sage nicht, und Tapasson, sie sagt auch nicht, dass jeder, der von diesen katholischen Schulen abgegangen ist oder von den jesuitischen Schulen, wie hier in diesem extra Kommentar drin steht, ein Jesuit ist. Aber sie haben das jesuitische Lehrgut in ihrem Schädel. Und das, was ich gelehrt bekomme, ist auch nur das, was ich selber lehren kann, wenn ich anderen etwas anlehre oder wenn ich in die Politik gehe und dann die politischen Visionen vertrete, die ich davor im Studium eingetrichtert bekommen habe. So. Kann ich da jetzt jemanden interessieren, sich dazu einen Kommentar hinreißen zu lassen, oder soll ich weiterlesen? Dann lese ich weiter. Ganz kurz noch, Ja, bitte. ich habe gerade ein Bild hochgeladen in den Chat, das, glaube ich, die Sache sehr gut veranschaulicht. Okay, dann schauen wir mal eben. Das ist ja übers Internet, das ist ja kein Bild hier. Nee, das war ein Bild, das war nicht das, was du gerade angeklickt hast. Ah, hier ist von Joe Biden. Ja, das war das Erste, was ich angeklickt habe. Ja. Warte mal, ist das nicht rausgegangen bei mir? Weiß ich nicht. Ich habe das Erste angeklickt, kann sein, dass da mehrere Dinge sind. Hier. Nein, ich glaube, du musst mal runter scrollen. Ja, habe ich jetzt. Dieses Bild hier. Das genau. Okay. Das hier. Ein gehorsames, denkfaules und dressiertes Etwas. Das ist ein schönes Bild. Ja, das sagt. Deswegen sagt man ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Genau. Das ist genau das, was ich gerade eben probiert habe, deutlich zu machen. Ja, was hier im Grunde interessant ist, ist, man kommt als Individuum herein. Das heißt, man ist individuell auf seine eigene Art und Weise nicht nur erzogen mit seiner Denkweise, sondern auch gekleidet. Und man kommt hinten raus uniformiert. Ja, alles eins. Schönes Bild. Das werde ich mir später auf dem Computer mal speichern. Im Nachlauf dieser Sendung. Ja. Gut, das waren dann noch andere Dinge, die da noch mit reingekommen sind. Prima, danke Stefan. War da noch etwas, was du dazu sagen wolltest, oder war das alles das Bild, was du teilen wolltest? Was vielleicht noch ganz interessant ist zu dem Thema ist, wenn man sich das Wort Universität mal ein bisschen genauer anschaut. Uni bedeutet ja gleichförmig oder Ein ja auch, ne? gleich oder einheitlich, ne? Und in dem Sinne passt das vielleicht als Anmerkung auch ganz gut zum Thema gerade. Zumal, wenn man natürlich weiß, Stefan, dass universal ein anderes Wort für katholisch ist. Und universal und Universität ja nun auch nicht gerade so weit auseinander liegen, ne? Genau. Guter Punkt. Gut, Tapasosi fährt fort und sagt, das Vatikanische Konzil von 1964, also das zwischen 1962 und 65 stattfand, das zweite Vatikanische Ökumenische Konzil, instruierte Politiker in seiner Verfassung, ihre politischen Ämter zu nutzen, um die römisch-katholischen Ziele zu fördern. Katholische Laien, also das sind alle die, die nicht Teil des Klerus sind, wo immer ihr auch seid, ihr katholischen Laien seid aufgerufen, all eure Energie zum Wohle, Gedeihen und zur Heiligung der Kirche, römisch-katholische, einfließen zu lassen. Und die Kirche an allen Orten und Umständen präsent und wirksam zu machen? Denn nur durch euch, die katholischen Laien, kann die römisch-katholische Kirche zum Salz der Erde werden. Das ist aus der Verfassung des Zweiten Vatikanischen Konzils herausgenommen. Das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken gemäß ihren weltlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten energisch zu beten, um die Reichtümer dieser Welt gleichmäßig zu verteilen. Damit gehen wir natürlich ein wenig in die Zukunft, zu der Zeit, wo das geschrieben wurde, in das päpstliche Enzyklikal Caritas in Veritate, wo wir in der Zukunft auch noch Videos drüber sehen werden, die ich mit Viktor produzieren werde.
nämlich die Umverteilung des Reichtums oder der Reichtümer dieser Welt, damit sie dem universalen, also dem katholischen Fortschritt des menschlichen und christlichen Friedens dienen mögen, um Zölle, Bräuche und Bedingungen der Welt zu überwinden, wenn diese Anreize zu Sünden bieten, so dass sie alle den Normen der Gerechtigkeit unterworfen werden und dass sie in der Praxis der Tugend eher förderlich als hinderlich gegenüberstehen. Das Zweite Vatikanische Konzil bestätigte außerdem die Doktrin von Antichrist Papst Bonifatius dem VIII. von 1302, der behauptet, Zitat, es ist absolut notwendig für die Erlösung eines jeden menschlichen Wesens, sich dem römischen Pontifex Maximus zu unterwerfen. Das ist genommen aus der Bulle Unam Sanctam, die wir bereits in Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht besprochen hatten. Ein absonderliches Video zu diesem Thema kommt in der Zukunft noch, steht hier. Diese Zukunft ist inzwischen eingetreten. Ich habe letztens das Video veröffentlicht und ich zeige euch das kurz mal. Machen wir das mal kurz auf. Das Video habe ich mit Viktor vor wenigen Wochen aufgenommen und auf YouTube veröffentlicht. Und das heißt Dictatus Papae Unam Sanctam ad absurdum, wie der Papst Weltmacht fordert. Dieses Video hier, 76 Minuten lang, also eine Stunde, eine Viertelstunde ungefähr. Ich habe auf Pause gedrückt, Dankeschön, da musst du auch pausieren. Und es ist dieses Video, das man sich dann mal anschauen sollte. Das geht halt um die Dictatus Papae, also das das Diktat des Papstes. Und Unam Sanctam ist der Name der Bulle von Papst Bonifaz dem VIII. Und das Diktatus Papae, also das Diktat des Papstes, geht zurück auf Antichrist Gregor den VII. Oder Hildebrand, den wir bereits auch da besprochen haben. Und dieses Video ist in der Zwischenzeit, wie ihr seht, halt produziert. Das könnt ihr euch anschauen. Und das war zu dem Zeit, als ich den Kommentar geschrieben hatte, noch nicht so weit. Deswegen steht das hier noch in der Zukunftsform. Aber nochmal den ganzen Satz eben. Das Zweite Vatikanische Konzil bestätigte die Doktrin, weil auch die Doktrin übrigens vom Konzil von Trient wurde nur im Zweiten Vatikanischen Konzil im 20. Jahrhundert bestätigt. Ja. Es bestätigte außerdem die Doktrin von Antichrist Papst Bonifaz dem VIII. Von 1302, der behauptete, dass, Zitat, es absolut notwendig für die Erlösung eines jeden menschlichen Wesens sei, sich dem römischen Pontifex Maximus zu unterwerfen. Ende Zitat. Dies war der Leitgedanke hinter der Schaffung der Vereinigten Staaten im Jahre 1776 durch einen Prozess, der genauso geheim war wie das Reagan-Vatikan-Geheimnis zur Schaffung von zur Abschaffung eigentlich von Osteuropa 1989. Bitte was? Die amerikanische Regierung ist seit der Gründung römisch-katholisch? Jawohl, das hat euch nur keiner erzählt. Betrachten wir hierzu noch einmal Folgendes. Das Land, heute bekannt als District of Columbia, wurde in Eigentumsurkunden aus dem Jahre 1663 als Rome bezeichnet. Der Zweig des Potomac-Flusses, der an Rome im Süden angrenzte, wurde Tiber genannt. Und das kann man lesen in History of Western Maryland, Baltimore von 1882 auf Seiten 27 bis 30. Diese Information wurde in der katholischen Enzyklopädie von Daniel Carroll im Jahre 1902 veröffentlicht. Der Artikel mit dem Hinweis im katholischen Interesse gekennzeichnet. Er wurde aus der neuen katholischen Enzyklopädie mit der Ausgabe von 1967 entfernt. Nun, ich habe in der Zwischenzeit noch nicht daran gedacht, mal in meiner Enzyklopädie nachzugucken, weil ich habe hier eine römisch-katholische Enzyklopädie von 1913, und zwar nicht online, sondern ich habe die komplette gedruckte Version in meinem Schrank hier stehen. Das ist die katholische Enzyklopädie, die gedruckt wurde zwischen 1907 und 1913. Und da müsste das dann ja eventuell auch drinstehen, obwohl hier ja drin steht Enzyklopädie von 1902. Aber das müsste ich mal checken. Der Artikel unter dem Artikel von Daniel Carroll, also müsste ich mir den mal anschauen. Das habe ich noch nicht gemacht,
Aber ich werde mir das nachher mal kurz notieren, wenn mich jemand dran erinnert nach der Lesung. Und dann werde ich das für nächstes Mal als meine Hausaufgabe machen und mal nachschauen, ob ich euch da nicht etwas draus vorlesen kann. Das ist natürlich in Englisch, die Enzyklopädie. Da muss ich mal sehen, dass ich das hier und da vielleicht ein wenig übersetze oder online finde. Aber das ist ja mal interessant, sich das durchzulesen. Also, der Artikel wurde mit dem Hinweis im katholischen Interesse gekennzeichnet. Er wurde aus der neuen katholischen Enzyklopädie mit der Ausgabe von 1967 entfernt, wie so oft eben geschichtliche Fakten in neueren Publikationen entfernt werden, weil man nicht mehr will, dass die Leute das lernen. Übrigens, ihr könnt mal Enzyklopädien oder Dictionaries, wie man das auch immer nennt, Wörterbücher oder was auch immer, nachgucken, die vor 1840 entstanden sind. Da werdet ihr zum Beispiel das Buch Dinosaurier vergeblich suchen. In Webster's Dictionary, das ist eins der meistgesuchten und rezitierten Wörterbücher überhaupt, von 1828 zum Beispiel, findet man das Wort Dinosaurier nicht drin, weil das wurde erst 1841 erfunden. Das weiß heute auch kein Schwein mehr. Somit wissen das zumindest die Ferkelchen, die hier dem der Lesung beiwohnen. Nein, also keine Ferkelchen. Ich wollte das nur verniedlichen mal sagen. Weiß ja kein Schwein mehr, aber die Leute hier drin, die wissen das zumindest ein wenig. Des Weiteren wurden viele weitere geschichtliche Fakten in dieser Ausgabe entfernt. Ja, das ist ja so. Es ist irgendwas, das passt nicht in die Lehrweise der heutigen Geschichte, also wird es da rausgeholt. Genau wie in von Konflikt zur Gemeinschaft steht, es ist nicht unsere Absicht, die Geschichte anders zu erzählen, eine andere Geschichte zu erzählen, aber die Geschichte anders zu erzählen. Dadurch, dass man eben bestimmte Dinge zum Beispiel weglässt. Zum Beispiel, sagt der Autor, als sich der Kongress zum ersten Mal im November 1800 in Washington traf, waren die beiden einzigen wirklich komfortablen und imposanten Häuser innerhalb der Grenzen des Staats im Besitz von Katholiken. Einer war Washingtons erster Bürgermeister, Robert Brent. Der zweite war dessen Schwager, Notley Young, ein Jesuitenpriester. Daniel Carroll übrigens, den wir später in dem Buch noch genauer kennenlernen, war ein römisch-katholischer Kongressabgeordneter aus Maryland, Marialand, und der Unterzeichner von zwei der grundlegendsten amerikanischen Dokumente, die Artikel der Konföderation und die Verfassung der Vereinigten Staaten. Er war ein direkter Nachfahre der Calverts, einer katholischen Familie, die von König Karl I. als Feudalbarone von Maryland eingesetzt wurden. Und ich hatte ja schon öfter gesagt, dass die eben auch sehr viel zu tun hatten. Das haben wir gerade eben in der Lesung von Romanismus und die Reformation gelernt, da habe ich das erzählt, dass die Calverts, die also verwandt sind mit den Carrolls, eine sehr wichtige Rolle spielten in den geistlichen Kriegen oder Kreuzzügen, wie man es auch nennen kann, um Irland katholisch zu machen. Ja? Und dieser Daniel Carroll war ein direkter Nachfahre der Calverts, einer katholischen Familie, die von König Karl I. als Feudalbarone von Maryland eingesetzt wurden. Da kommen wir auch später in diesem Buch noch in mehrere Details drauf zu sprechen. Seine Ausbildung begann in der Jesuitenhochschule St. Omer's, das ist heute in Nordfrankreich, damals noch eine Hochschule in Flandern, in der junge englischsprachige Katholiken zur Förderung des römischen Katholizismus unter feindlichen Protestanten in Guerillatechniken ausgebildet worden. St. Omer's war die meist angesehenste Jesuitenschule auf dem Festland und viele Engländer wurden dorthin geschickt, weil sie eben dann England infiltrieren sollten, weil Katholizismus und sicher Jesuitismus war zu der Zeit, ich spreche dann hier über das 16. und 17. und selbst 18. Jahrhundert, verboten. Ja, da haben in England teilweise die Puritaner regiert und auch in den Kolonien vorher und deswegen haben sie ihre Leute außerhalb von England erzogen, unter anderem eben in St. Omer's. In Guerillatechniken wurden sie ausgebildet. Ich muss ja nicht mehr viel erklären, was Guerillatechniken sind. Ne? Im Jahre 1790 ernannte der protestantische Präsident George Washington, ja, das ist also eine Lüge, weil George Washington war niemals protestantisch. Ja? George Washington war ein Freimaurer, er war illuminiert, ja, erleuchtet und er hat spätestens auf dem Sterbebett die römisch-katholische Religion offiziell angenommen und da gibt es Zeugenaussagen unter anderem von seinem Kammerdiener, der bei seinem Tod dabei war und. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Das ist halt die allgemeine
das allgemeine Verständnis in Amerika, dass George Washington Protestant war, war er nicht. Auch da kommen wir später noch in anderen, späteren Kapiteln dieses Buches drauf zu sprechen, dass George Washington genauso protestantisch war wie der Papst, sage ich mal. Also, im Jahre 1790 ernannte der Präsident George Washington diesen John Carroll als Kopf einer Kommission von 3 Männern, die das Land auswählen sollten, das als Bundeshauptstadt von der Verfassung gefordert wurde. Von allen möglichen Orten von wählte die Kommission ausgerechnet Rom, District of Columbia, Washington, das zu dieser Zeit aus 4 Farmen bestand. Eine davon im Besitz von Daniel Carroll. Was für ein Zufall! Es war auf der Farm von Daniel Carroll, auf der die neue Regierung ihr wohl wichtigstes Gebäude errichten ließ, das Kapitol. Und was das Kapitol genau darstellt, da kommen wir in einem späteren Kapitel zu. Das amerikanische Kapitol ist voll von Zeichen seiner römischen Herkunft. Die römische Gottheit Freedom, also Freiheit, dessen Statue die Spitze des Kapitols schmückt, wurde auf Anweisung aus Rom im Studio des amerikanischen Bildhauers Thomas Crawford kreiert. Wir finden ein ganzes Pantheon mit römischen Gottheiten in der großen Wandmalerei innerhalb des Kapitols, bestehend aus Persephone, Ceres, Freedom, Vulcan, Merkur, sogar ein zum Gott erhobener George Washington. Der war sicher Protestant, wenn man sich zum Gott erheben lässt, ne? Diese Wandmalerei war die Kreation des vatikanischen Künstlers Constantino Brumidi. Darüber lesen wir mehr in Kapitel 23. Die Tatsache, dass sich das nationale Staatshaus zu einem Kapitol, also zu einem Tempel Jupiters entwickelt hat, weist auf römische Einflüsse hin. Übrigens darf sich kein Gebäude zu Recht Kapitol nennen, wenn es kein Tempel des Gottes Jupiter ist, dem großen Vatergott Roms, der den Himmel mit seinen Blitzen regiert und die Erde mit Regen nährt. Also wenn ein Gebäude als Kapitol bezeichnet wird, war und ist es dem Gott Jupiter und seinen Priestern geweiht. Was macht das denn mit der Aussage auf dem amerikanischen Geld »In God we trust«? Das ist ja alles schön und gut. Nur kein Schwein, auch kein Schweinchen und kein Ferkelein und kein amerikanischer Bürger, der sich jemals fragt, welchen Gott meint ihr denn damit? Das Wappentier Jupiters war der Adler, den die Gründungsväter als ihr Wappen adaptierten. Ein römischer Adler ziert den Mace, ein 46 Zoll großer Stab, den wir hier im Bild sehen, aus Sterling-Silber und Ebenholz. Der Mace ist ein Autoritätssymbol des Hauses. Und das ist genommen aus We the People. Also gleich steht hier halt der Brunnen damit bei. Er wird vor undisziplinierten Kongressmitgliedern geschwungen, um die Ordnung im Saale wiederherzustellen. Die Position des Mace auf dem Podium zeigt an, ob das Haus sich in einer Sitzung oder in einem Ausschuss befindet. Also je nachdem, in welche Richtung es gedreht ist. Amerikas nationales Motto Annuit Coeptis entstand aus einem Gebet zu Jupiter. Vergil zitiert es in einem Gedicht seiner epischen Propaganda Aeneis, Buch 9, das kurz vor der Geburt Jesu von Caius Maecenas, der Geldmacht hinter Augustus Caesar, woher wir heutzutage den Ausdruck Mäzen haben, in Auftrag gegeben wurde. Das Ziel des Gedichtes war es, Rom zu einer kaiserlichen Monarchie zu machen, für die seine Bürger bereit wären, ihre Leben zu opfern. Ja, bis dahin war Rom ja eine Republik, regiert von einem Senat. So, jetzt muss ich mal eben sehen, habe ich das unter dem Namen Vergil oder Virgil hier? Das weiß ich jetzt eben nicht, müssen wir mal eben nachschauen. Anscheinend, hier ist es. Das Bild wollte ich euch eben mal zeigen. Das ist der Aeneis, das ist also diese Arbeit von Vergil. Das ist eine der heiligen Schriften Roms, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch noch eine andere Schrift, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Das ist irgendwas Weibliches, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
lesen wir vielleicht später nochmal drum. Das sind im Grunde die beiden Dinge, die auf die Rom sich aufbaut. Und unter anderem ist es halt die Geschichte von Vergil in seinem Aenis. Da kommen wir auch später noch etwas tiefer zu und gehen wir dann etwas tiefer drauf ein. Jedenfalls, das Ziel dieses Gedichtes, was wir hier sehen waren, war, Rom zu einer kaiserlichen Monarchie zu machen, für die seine Bürger bereit wären, ihr Leben zu opfern. Auch darüber lernen wir später noch mehr. Faschismus, fährt der Autor fort, mag für die meisten ein hässlicher Begriff sein, aber an seinem herrschaftlichen Emblem scheint sich kaum jemand zu stören. Nun, was Faschismus angeht, da kann uns natürlich Bruder Viktor vielleicht ein wenig mehr drüber erzählen, der sich ja die Aufgabe damals genommen hat, das Buch Hinter den Diktatoren zu übersetzen. Und da hatten wir ja über Faschismus so einige Dinge gelernt, hauptsächlich eine Aussage von Benito Mussolini. Und ich weiß nicht, ob Viktor jetzt mir gerade aufmerksam zuhört und dieses Zitat von Mussolini uns eben bringen kann. Viktor, hast du das auf der Zunge eben? Ja, so sinngemäß ist das, ne, dass man den Kooperativismus, dass man den Faschismus eigentlich Kooperatismus nennen sollte, weil das die Verschmelzung von Unternehmen und Staatsmacht ist, ungefähr. Genau. Das ist es. Faschismus sollte Kooperatismus geheißen werden, weil es die Verschmelzung von Wirtschaft und Staat miteinander ist. Ja, und was ist dann der Punkt, wenn natürlich dann ganz das noch mit der Kirche verschmolzen wird? Das ist genau. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Feudalherrschaft, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Das war genau, was ich gerade sagen wollte. Und wenn man jetzt noch die Kirche damit reinmischt, das heißt Kirche und Staat und Wirtschaft und Staat, ja, dann haben wir alles in einer Hand, ne? Dann haben wir die absolute Feudalherrschaft, ja. Diejenigen, die das Geld haben, bestimmen die Wirtschaft, bestimmen die Politik und bestimmen die Religion. Genau so ist das. Guter Punkt. Hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Faschismus mag für die meisten ein hässlicher Begriff sein, aber an seinem herrschaftlichen Emblem scheint sich kaum jemand zu stören. Ein paar davon prangen an der Wand über dem Rednerpult in der Kammer des Repräsentantenhauses. Es ist ein Lektorenbündel oder auch Rutenbündel, das Faschis genannt wird. Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum sie sich dort befinden, als damit die faschistische Natur der amerikanischen Demokratie offen, nicht versteckt, offen zu verkündigen. So, zeige ich euch mal eben ein Bild von den Faschis im amerikanischen Kongress. Macht das jetzt auf hier. Da sehen wir hier das Rednerpult mit der amerikanischen Flagge dahinter. Und da sehen wir rechts und links das Lektorenbündel, ja, ein Bündel von Ruten zusammengehalten durch eine, weiß ich nicht, oben mit einer Axt mit drauf. Ja, wie wir das hier eben auch in klein sehen. Hier sehen wir das so, wie es im amerikanischen Kongress sich darstellt. Hier nochmal ein anderes. Ja. Die zwei Figuren von Bündeln oder Stöckern rechts und links von der Mauer sind Faschis. Sie sind das Symbol von Roms Autorität über Amerika. Und dann haben wir hier Präsident Obama, der sich da die Ehre gibt. Und hier haben wir das nochmal. Ein wenig älter. Das ist bereits von vor 1945, weil ich glaube, es ist Tapassorsi, der das in einem bestimmten Augenblick in seinem Buch sagt, dass die Faschis hier im Kongress nach 1945 installiert wurden. Das ist nicht richtig. Die modernen, diese hier, wurden da installiert. Das sind ja andere als die, die wir hier sehen. Das erkennt man ja. Aber die Faschis gab es halt schon vorher. Das ist halt die alte Version davon. Ja? Der Fasci ist ein römisches Symbol. Eigentlich stammt es sogar von den alten Etruskern ab, von denen die frühesten Römer vor fast 3000 Jahren ihre religiöse Rechtsprechung ableiteten. Es ist ein Axtkopf, dessen Griff aus Holzstäben besteht, die von einer roten Sehne oder einem roten Lind, einem roten Band, eng zusammengebunden sind. Es symbolisiert die Anordnung von priesterlichen Funktionen in einem einzigen, unfehlbaren Souverän, einem Autokrat, der von seinen Untertanen Leben und Glied fordern kann. Wenn die Faschis mit Lorbeeren verbunden wurden, wie das Paar im Repräsentantenhaus, bedeutet dies kaiserliche Militärmacht.
Und diese rote Sehne, die das verbindet, ist natürlich das Blut der Menschen. Weil das hat ja einen religiösen Hintergrund. Das Blut steht dann vor das Blut von Opfern. Ja? Die Römer nannten diesen unfehlbaren Souverän Pontifex Maximus, höchster Brückenbauer. Kein Römer wurde so genannt, bis Julius Caesar im Jahr 48 vor Christus diesen Titel für sich beanspruchte. Ursprünglich bezeichnete dieser Titel den obersten Wächter und Priester des altrömischen Gotteskultes. Der heutige Pontifex Maximus ist Antichrist Papst Johannes Paul II., zur Zeit, wo das Buch geschrieben wird. Wir heute in 2019 haben Papst Franziskus. Wie wir in dem nächsten Kapitel noch sehen werden, oder in einem der nächsten Kapitel noch sehen werden, hält der Papst diesen Titel jedoch nicht exklusiv. Aha, nein! Er teilt ihn sich mit einem mysteriösen Partner, einem militärischen Machthaber, der mehr als 4 Jahrhunderte das Amt als Papa Nero innehatte, dem schwarzen Papst. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Buches dafür Beweise vorlegen, dass die Faschis des Repräsentantenhauses den schwarzen Papst repräsentieren, der nebenbei tatsächlich über die Welt herrscht. Später werde ich eine kontroverse Hypothese aufstellen, dass der Papst durch göttliche Ernennung regiert, und zwar zum ultimativen Wohle der Menschheit. Naja, dass dieses Wohle eigentlich eher ein Unwohlergehen ist. Hier sehen wir auch nochmal das Bild der alten Faschis, ja, im Repräsentantenhaus. Das ist beim Papstbesuch jetzt 2015. Also wir sehen nicht die alten, wir sehen die neuen, aber wir sehen sie in einem neueren Bild, in einer viel besseren Auflösung, als ich das da gerade eben hatte. 2015 ist ja nicht so besonders alt. Und hier sehen wir auch nochmal den Mace, diesen Stab, der hier gezeigt wird. Wahrscheinlich ist die Person hier diejenige, die den Stab in die richtige Richtung dreht, je nachdem, ob sich das jetzt in Sitzung befindet oder nicht. Und dahinter haben wir hier Joe Biden und hier haben wir Boehner. Boehner war damals der Sprecher des Repräsentantenhauses. Er war derjenige, der Papst Franziskus eingeladen hat und der kurz danach aus seiner Funktion entlassen wurde. Und Joe Biden, den kennen wir alle. Und wer das hier ist, ich meine, das ist Nancy Pelosi, da bin ich aber nicht ganz sicher und den kenne ich im Augenblick nicht. Spielt auch keine Rolle. Das war jedenfalls das erste Kapitel, das verborgene Rom. Das nächste ist das nächste Kapitel und da geht es um die missionarische Anpassung in Kapitel 2. Wir haben noch keine ganze Stunde, es war eine knappe Dreiviertelstunde. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mit dem ersten Kapitel enden, dass jeder nochmal die Zeit hat, in sich zu gehen und bestimmte Dinge nachzuforschen für sich selber und nachzudenken darüber, was wir jetzt gerade alles besprochen haben. Auch mit dem Pontifex Maximus, also dem höchsten Brückenbauer, dass das eben der Papst ist. Da habe ich noch ein anderes Bild für euch parat. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Das habe ich schon öfter mal gezeigt. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ist das ein Bild von Papst Franziskus, als er 2015 in Amerika halt in diesen Senat eingelaufen ist und sich als Cäsar hat mehr oder weniger begrüßen lassen. Und da geht es darum, dass eben dieser Titel, dieser politische Titel, der ja erst Julius Caesar 48 vor Christus zugepasst wurde, eben auch heute noch ein Titel ist, den die Päpste halten, weil Papst Pius IX. Schreibt in seinem Discorsi, der Caesar, der euch jetzt anspricht, und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Das heißt, der geistige Führer der römisch-katholischen Kirche nennt sich Cäsar. Und Cäsar ist ja nun mal ein politischer, ein kaiserlicher Titel. Also haben wir hier ganz deutlich eine Verbindung zwischen Staat und Kirche. Etwas, was in Amerika in der Verfassung, wie wir vorhin am Anfang dieses Buches gelernt haben, verboten ist, weil die Bill of Rights ganz deutlich sagt, dass der Senat, der Kongress kein Gesetz machen darf, was Religion angeht und sich aus Religion rauszuhalten hat. Staat und Kirche sind offiziell in Amerika komplett voneinander getrennt. Unter anderem durch das Johnson Amendment von 1964, das 1954, das auch bekannt ist als 501c3. Damit wird leider diese Sache umseilt. Man gibt
mit dieser 501c3, mit diesem Steuerbefreiungsstatus Kirchen und kirchenartigen Organisationen einen Regierungsstatus, und von daher sind auch da die Kirchen vermischt mit der Regierung, mit der Politik. Genau das, was normalerweise in der Verfassung bereits verboten ist. Aber die kümmern sich nicht so besonders darum, was in der Verfassung steht. George W. Bush hat mal gesagt, die Verfassung ist ein, ich darf das eigentlich gar nicht aussprechen, GD Piece of Paper, hat er gesagt. Ja, GD steht sowohl im Englischen wie auch im Deutschen, würde man GV sagen. Ich spreche das jetzt nicht aus, ihr könnt euch das denken, was das ist. George W. Bush hat das über die Verfassung der Vereinigten Staaten damals gesagt. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier zum Ende des ersten Kapitels gekommen über das verborgene Rom. Ich hoffe, dass ihr hier und da einige Dinge gelernt habt, die für euch interessant waren und die euch zu einer Diskussion anregen. Und da meine beiden Brüder im Großen und Ganzen mehr zugehört als was gesagt haben, möchte ich ihnen doch abschließend noch das Wort erteilen, um diese Lesung für heute abzuschließen. Erst möchte ich gerne Stefan und danach dann Viktor das Wort erteilen für heute. Dann könnt ihr nochmal eure Meinung zu dem Gelesenen dazugeben. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Jörg. Gut, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, soll ich erst zu Viktor gehen? Aber was ich allerdings noch kurz anmerken möchte, ist, ich fand die Diskussion vorhin ganz gut, die du da nochmal mit den Schulen und mit den Unis, sage ich mal, angestoßen hast. Diese Lehren, die quasi über diese Schulen quasi in die Köpfe reingehen. Und da würde ich gleich noch eine Anmerkung machen, weil ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich hatte vorhin in den Chat noch was reingestellt. Und zwar ging es da um moderne 96 Thesen. Und das hat irgendein Student, genau, da ist es, das hat irgendein Student eingestellt. Wenn man sich die anguckt und das sich mal genau durchliest, nur so ein paar, sie müssen jetzt natürlich nicht alle durchgehen, aber an diesem Beispiel sieht man, was für ein Geist der Student hat, der diese Thesen aufgestellt hat hier. Ich weiß nicht, Jörg, magst du gerade eine vorlesen? Irgendeine, oder? Ich hatte kurz reingeguckt vorhin, weil ich hatte nicht viel Zeit, bevor du das hier gemacht hast, ja. Da sagte doch, glaube ich, mal einer, dass These 95 so schlimm war, oder? Wer hatte 96 hier reingemacht? Ja, ich hatte irgendeine Nummer angegegeben, die besonders mir ins Auge gefallen ist. Ich muss jetzt selber mal gucken, welche ja, das guck war. Ja, guck doch mal. Die 95. zum Beispiel, die lese ich mal eben vor, die sagt hier, theologische Aussagen sind auch im Hinblick auf Cyborgs, künstlich geschaffene Wesen, künstliche Intelligenzen und Roboter weiterzuentwickeln. Ja, das ist auch ganz toll, ne? Also ich fühle mich hiermit ziemlich verarscht. Wenn ich nicht wüsste, dass der April-Scherz sowieso bereits ein einziger Witz ist und ja nichts damit zu tun hat, uns irgendwie witzig erscheinen zu wollen, sondern dass das damit zu tun hat, dass damit das neue Jahr, das biblische neue Jahr verarscht wird, dann würde ich schon mal sagen, von ist das ja wohl eher ein April-Scherz, hier sowas mit reinzumachen, ja? Künstlich genau. Geschaffene Wesen und künstliche Intelligenzen, darauf theologische Aussagen weiterzuentwickeln. Also, na gut, ich will da gar nicht anfangen, da kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel. Genau. Dass das hier alles rein gotteslästerlich ist, das dürfte wohl jedem alleine schon durch das Lesen dieser einen These deutlich werden. Aber sag mal, welche hattest du denn noch? Die These 56, die bezieht sich genau darauf, wo ich hinaus will, und zwar auf das, was die Leute dann der Uni lehren oder gelehrt bekommen, dass mit dieser Brille dann quasi die Bibel oder überhaupt alles quasi durch diese Brille das sehen. Und bei dieser These 56 kommt das genau raus. Das individuelle Lesen der Bibel bildet zusammen mit den Erkenntnissen der historisch-kritischen Methoden eine Grundlage für den christlichen Glauben. Hammer, oder? Das ist doch der Hammer. Ja, da finde ich jetzt gar nicht so viel Fehler drin. Oder lese ich das jetzt verkehrt?
Nein, ich meine, wenn er das schon so disputiert, diese Das Methode, Problem ist, ja, dass die kritisch. römisch-katholische Kirche das individuelle Lesen der Bibel verbietet. Genau, aber ich meinte jetzt genau diese biblisch-kritische Methode, wenn man mit dem Blick, dieser rein wissenschaftliche Blick auf diese Methode, die Bibel liest, kann niemals ein vernünftig christlicher Glauben dabei rauskommen. Und das, die ganzen Studenten, die das halt mitbekommen, diese kritische Methode, das sind ja die meisten Theologiestudenten, die das auch lesen und quasi eindoktriniert bekommen, können meiner Meinung nach nicht mehr richtig die Bibel lesen. Naja, schau, das einzig Schlimme an diesem Satz ist das Wort kritisch. Das individuelle Lesen der Bibel bildet zusammen mit den Erkenntnissen der historischen Methoden eine Grundlage für den christlichen Glauben oder der historischen Sichtweisen eine Grundlage für den Glauben. Absolut, dem stimme ich zu. Das kritisch muss man da rausnehmen. Das stimmt, das ist das einzige Wort, was darin schlecht ist in diesem Satz. Ansonsten ist es ja richtig. Es gibt uns ja eine Nein, historische Sicht auf die Grundlage des christlichen Glaubens. ja, du meinst jetzt nur historisch, aber diese Methode, die da angesprochen wird, diese kritisch-historische Ja, Methode, deswegen sage ich, das Wort kritisch muss raus. ja, also es ist bezogen halt genau auf diese Methode, die halt eine wissenschaftliche Methode ist. Ja, Aber das es ist stimmt. nur historisch betrachtet, wie wir es hier tun, ist das was ganz anderes. Ja, ich finde, wenn man das Wort kritisch rausnimmt, ist der Satz in Ordnung. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Rotterapfel den ganzen Korb voll Äpfeln vernichten oder schlecht machen kann. Der schlecht ist. Dieses eine Wort kritisch macht diesen Satz schlecht. Wenn ich den Satz ohne das Wort kritisch lese, das individuelle Lesen der Bibel bildet zusammen mit den Erkenntnissen der historischen Methoden eine Grundlage für den christlichen Glauben. Absolut, weil die historischen Methoden zu analysieren und zu verstehen, die wirkliche historische Geschichte zu verstehen, gibt mir ja ein richtiges Verständnis für die Bibel. Also der Satz ist wunderbar, außer das Wort kritisch. Das Wort muss da raus natürlich. Das ist der rotte Apfel in dem ganzen Korb, sage ich mal so. Es ist halt leider was komplett anderes gemeint damit. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, mit dieser kritisch-historischen Analyse der Bibel. Gibt es ein wunderbares Buch. Ich hatte es auch mal in den Chat gestellt dazu von der Eta Lindemann, die aus dieser Methode ausgestiegen ist, nachdem sie dann wirklich mal erkannt hat, was die Bibel eigentlich meint. Und sie hat es halt immer aus dieser Brille, dieser kritisch-historischen Sichtweise gesehen. Und da ist ein wunderbares Buch, kann ich jedem empfehlen. Ist auch nicht so dick, also hat vielleicht so 100, ein bisschen mehr wie 100 Seiten. Und ich hatte es mal als PDF hier in den Chat reingestellt vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, wer es mal angeschaut hat. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber wie gesagt, das Wort kritisch ist hier das Problem. Ansonsten ist das für mich in Ordnung. Ich will ja kein Spielverderber sein jetzt, aber warum beschäftigt man sich mit so einem Unfug hier? Ich brauche mir nur die These 51 anzugucken, ich brauche mir nur die These 17 anzugucken. Die Taufe bildet die religiöse Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen. Segnungen können jederzeit stattfinden. Ja, und schon kann ich das Ding in den Müllkorb werfen. Natürlich, du Genau, kannst die ganzen dazu ging es 96 ja. Thesen hier in den Müll Ja, werfen, dazu ging das ist es ja. logisch. Nur wenn er hier die 56. rausnimmt, dann sage ich, okay, nimm dieses eine Wort weg, nimm dieses kritische Wort hier weg und dann trifft es eine richtige Aussage, im Kontext natürlich. Und dass es Nummer 56 von 96 ist sowieso, macht es natürlich schon mal verkehrt. All die anderen sind natürlich total verkehrt, aber halt dieser Satz ist bis auf das Wort kritisch doch in Ordnung, oder nicht? Es ging ja auch nur darum, um den Zeitgeist einer Uni oder den generellen Zeitgeist, wie seltsam der heute ist, noch mal kurz anzusprechen, weil ich den Punkt, den Jörg vorhin gebracht hatte, sehr interessant fand und wollte halt noch mal drauf eingehen. Wo ich Dass die eben sagte, ganzen dass man nur ein. 96 Thesen Ja. Schwachsinn sind, da brauchen wir nicht drüber reden. Naja, eben. Es geht halt darum, dass es hier ein sehr guter Beweis dafür ist, dass derjenige, der das, was er jahrelang in der Schule gelernt hat, dann am Ende auch wieder so auf diese Art und Weise ausspuckt, ne? Und seine Thesen hier halt, sage ich jetzt mal, in die Welt kotzt, ne? Dieser neue Genau. Thesenanschlag. Das ist im Grunde der Punkt, den du machen wolltest. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, diesen einen Satz, nimm das Wort kritisch raus, dann finde ich den in Ordnung. Das ist dann wahrscheinlich auch der einzige Satz in diesen ganzen 96 Thesen, der einigermaßen was taugt, weil was Michael da gerade vorgelesen hat, das lässt einem ja gleich wieder das Wasser in den Adern gefrieren, mehr oder weniger. Ne? Naja, es ist alles verrückt. Gut. Gut, dann will ich es damit auch sein lassen. Dann gebe ich das Wort gerne an Viktor weiter. Jo. Ja, vielen Dank für die Lesung und ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel anzufügen. Also ich weiß noch aus meiner Zeit damals,
wo ich dein erstes Video gesehen habe, auch zur Zusammenfassung, das hat natürlich auch irgendwie, ja, war in der Hinsicht so auch nie in irgendeiner Art und Weise diese Informationen vor an mich rangetreten, dass ich da auch erstmal selbst dann, ich glaube mir das erste Video, glaube ich, gleich nochmal ein zweites Mal angehört habe, ja, weil es doch so viele Sachen sind, mit denen man ja weder in der Schule noch in irgendein, ja, Mainstream-Medien oder auch Alternativmedien so gar nicht mal das Ganze mal von der Seite auch betrachtet, auch im Hinblick des Zeitungsartikels aus der Time, die Heilige Allianz. Ja, ich weiß noch auch, ich hatte, glaube ich, in meiner 11. Klasse musste ich so einen schönen Aufsatz schreiben über den innerdeutschen Mauerfall. Das war natürlich jetzt in dem jetzt Betrachtung, weiß ich ja, eine ganz tolle Beschäftigungstherapie für mich. Wäre sinniger gewesen, sage ich mal, schon damals den Time-Artikel sich mal vorzuknöpfen und den mal irgendwie ins Deutsche zu bringen. Und ja, auch natürlich im Zusammenhang jetzt doch mit dem ja, Ausführung des Autors im ersten Kapitel, denke ich, gibt das schon mal so einen ganz guten Einblick auf das, was dann auch ja in den kommenden Kapiteln folgen wird. Also für alle diejenigen, die ja, sage ich mal, mit der Thematik jetzt auch Herrscher des Bösen speziell mit dem Buch noch nicht so Erfahrung gesammelt haben, ja, den kann ich nur raten, auf jeden Fall dran zu bleiben und sich dann auch die kommenden Lesungen ja zu Gemüte zu führen. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen und ja, bedanke mich an der Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.